Bis zum Absprung des kleinen Thomas Thonbichler war eigentlich alles normal, doch dann das. Nach der ersten Landung setzt der kleine Flo noch einmal zum Flug an, hebt ab und segelt noch einmal die Schanze von Bischofshofen hinunter. Damit überrascht er alle, einschließlich Reporter Tom Bartels. Das ist ja unfassbar. Was hat der für eine Courage? Der springt bei 60 Meter auf den Vorsprung an und springt dann nochmal los. Schauen Sie sich das an. Einmalig, also das sieht man wirklich ganz, ganz selten. Der zweite Flug war sogar noch weiter als 60 Meter. Thomas landet bei über 120 Metern und freut sich danach diebisch über das völlig verdatterte Publikum. Als einziger hatte er sich bei diesem waghalsigen Manöver an die Absprache mit seinen Kameraden gehalten. Ja, wir haben das mit den ganzen Vorspringen ausgemacht und ich war der Einzige. Und mein Trainer hat gefragt, ob ich das machen darf und er hat gesagt, ja, Arme aus. Auch wenn der Doppelflug nicht ganz ungefährlich war, der kleine Thomas Thonbichler hat so mit einem, Verzeihung, mit zwei Sprüngen schon einmal mächtig auf sich aufmerksam gemacht. Und wer so viel Spaß am Fliegen hat, der schafft die 120 Meter dann auch schon sehr bald mit nur einem Versuch.